habe für euch eine Angebertorte, denn sie sieht wunderschön aus, ist aber ganz einfach gemacht. Also keine Sorge, wenn ihr kein Backprofi seid, ihr bekommt sie garantiert hin. Ich möchte euch zeigen, wie man so einen Torten-Obstboden oder einen Obstkuchenboden selber herstellen kann. Das kann man in wenigen Schritten und wie seht ihr jetzt. Als allererstes heizen wir den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Außerdem benötigen wir eine große Schüssel, in die wir schon mal 250 Gramm Mehl geben. Einen Esslöffel Backpulver und eine kleine Prise Meersalz. Kurz das Ganze miteinander verrühren. Haben wir das verrührt, folgen 100 Gramm Öl. Ich verwende ein neutrales Öl. 200 bis 220 Gramm Mandelmilch, je nach Mehlsorte ist es mal ein bisschen mehr oder mal weniger. Gramm Zucker, einen Esslöffel Vanilleextrakt und gleich noch einen Esslöffel Essig. Ich verwende einen Apfelessig, aber erstmal verrühren wir wieder die Zutaten in der Schüssel. Habt ihr die Zutaten miteinander verrührt, dass keine Klümpchen von Mehl mehr enthalten sind, gebt ihr schnell den Esslöffel Essig hinzu und rührt ihn auch unter. So sollte der Teig fertig aussehen. Er sollte vom Rührwerkzeug fließen, aber eine dennoch recht kräftige und kompakte Masse sein. Da der Teig jetzt fertig ist, können wir ihn gleich in die Backform geben. Ihr könnt entweder eine Springform verwenden, eine Tartelettform oder so wie ich es mache, eine Obstkuchenbodenform. Benutzt ihr eine Form aus Metall, solltet ihr sie einfetten. Ich verwende eine aus Silikon, die muss ich nicht einfetten, aber kurz mit kaltem Wasser ausspülen. Habt ihr eure Form vorbereitet, könnt ihr den Teig hineingeben. Und den Teig ordentlich in der Form verteilen und verstreichen. Bevor ihr den Teig backen könnt, könnt ihr noch einmal mit der Form klopfen, damit die Luftbläschen, die eventuell im Teig sich befinden, jetzt hochsteigen und nicht im Teig später sind. Dadurch backt die Masse komplett schöner durch und kompakter. Gebt den Teig nun in den Backofen für 25 bis 35 Minuten. Nach 25 Minuten könnt ihr schon mal schauen, wie er sich so entwickelt hat und zur Not die Zeit nochmal bis zu 35 Minuten verlängern. Hat euer Kuchen eine schöne Backfarbe angenommen, macht ihr noch sicherheitshalber einen Stäbchentest. Einfach mit einem Holzstäbchen reinstechen und sollte kein Teig dran kleben bleiben, ist er durchgebacken. Lasst euren Kuchenboden unbedingt vollständig erkalten und auskühlen. Ihr könnt ihn zwar aus den Silikonformen schon recht gut lösen, wenn er noch warm ist, aber er könnte euch zerbrechen und das will man natürlich nicht. In der Zwischenzeit könnt ihr auch schon mal eure Creme oder euren Pudding herstellen und Früchte nach eurer Wahl und nach eurem Belieben zusammenstellen. Ist euer Tortenboden komplett ausgekühlt, kommen wir zum spaßigsten Teil, ihn zu belegen. Wenn ein paar Risse entstehen beim Umdrehen, ist es nicht so schlimm, denn gleich kommt ja hier der Belag drauf. Ich fange an mit einem Vanillepudding, den ich gekocht habe. Alle, ihr könnt jede Creme, ein Schokopudding eurer Wahl, Vanillepudding, alles nehmen, was ihr gerne habt. Einfach so viel drauf verteilen, wie ihr gerne habt. Die Creme schmeckt nicht nur gut, sie hat auch den Vorteil, dass sie später unsere Früchte schön festhält und den Boden ein bisschen saftiger macht. Für meinen Tortenboden verwende ich jetzt ungefähr 250 Gramm Pudding. Nun kommen die Früchte drauf. Tobt euch ruhig aus, gebt alles drauf, was ihr gerne habt an Früchten, was ihr da habt. Sowohl Äpfel als Erdbeeren, einfach alles könnt ihr drauf geben. Ich bin immer ein Fan von, die Früchte einfach zu verteilen und nicht akkurat hinzulegen. Ich finde, das sieht dann immer recht schön aus zum Schluss. Ihr könnt euren Tortenboden so belegen, dass noch ein bisschen Pudding durchschimmert oder ihr deckt ihn komplett mit Obst und Früchten zu. Ich finde beide Varianten hübsch, wenn Pudding durchschaut oder auch wenn keiner durchschaut. Zum allerletzten Mal habt ihr die Wahl der Qual. Möchtet ihr einen Tortenguss raufgeben oder die Früchte so lassen? Ich gebe keinen drauf. Wenn ihr einen draufgeben möchtet, es gibt so einen Packerl zum Anrühren zum Kaufen oder ihr könnt ihn selbst mit Agar-Agar herstellen. Ich gebe jetzt einfach nur noch ein bisschen Zitronenmelisse drauf. Ich mag den Geschmack, aber Minze tut es natürlich auch, wenn ihr nur Minze da habt. Die Blätter sind nicht nur schön anzusehen, sie schmecken auch leicht zitronig und wirklich toll, denn sie geben einen tollen Geschmack rein und passen sehr gut zu Desserts. Und das war jetzt auch alles. Ihr habt gesehen, es geht wirklich super leicht. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbacken und natürlich später auch beim Genießen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!